Nach den rasanten Zinserhöhungen der Notenbanken knarzt und knirscht es im Finanzsystem. Banken müssen wieder gerettet werden. Wie gefährlich ist die Lage und was müssen Anleger jetzt wissen? Darüber möchte ich sprechen mit Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Vondran, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne. Grüße Sie. Wir blicken ja auf ereignisreiche Tage zurück. Notenbanken und Staaten haben aber schnell auf die Probleme im Bankensektor reagiert. Ist damit eine neue Finanzkrise abgewendet? Ob das wirklich eine Finanzkrise war, darüber kann man streiten. Ich würde sagen, es war primär eine Liquiditätskrise, weil die meisten Investments, die die Banken ja getätigt hatten, waren nicht wie im Jahr 2007 und 2008 wirklich problematisch, was die Rückzahlungsqualität anging. Aber es ging hier um die Fristigkeit. Ich konnte die nicht kurzfristig liquidieren, um die Abflüsse befriedigen zu können. Da sind die Staaten und vor allen Dingen natürlich die Notenbanken relativ schnell eingeschritten. Und man könnte meinen, etwas in der Art hatte speziell die US-Notenbank schon erwartet. Jerome Powell hat das ja in den letzten Monaten immer wieder gesagt, es wird auf dem Weg hin zu höheren Zinsen zu Kollateralschäden kommen. Die haben wir bereits gesehen im Immobilienmarkt in den USA. Da sind einige Fonds geschlossen worden. Wir hatten die Probleme bei den britischen Versicherungen. Und jetzt waren amerikanische und Schweizer Banken dran. Das sind die Kollateralschäden, mit denen offensichtlich die Notenbanken gerechnet hatten. Und ich bin davon überzeugt, die Notenbanken erwarten auch auf dem Weg nach vorne noch die eine oder andere Verklemmung. Es gibt ja diesen Spruch, die Fed erhöht, bis irgendwas kaputt geht. Ja, und der Spruch ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Die Frage ist, ab welchem Grad der Zerstörung wird sie wirklich ihre inflationsfokussierte Politik kehren? Und ich befürchte, wir sind inzwischen sehr nah an diesem Punkt, dass wir eher wieder den Fokus auf die Finanzstabilität legen als auf die Inflationsbekämpfung, was natürlich langfristig für uns Investoren eine harte Nuss zu knacken ist. Erwarten Sie, dass da noch weitere Minen hochgehen? Sie sprachen ja schon einige Probleme an, die durch die steigenden Zinsen ausgelöst wurden. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass die Notenbanken zumindest mental darauf vorbereitet sind, dass beispielsweise auch in der Eurozone etwas in dieser Art passieren könnte. Man hat da definitiv Pläne auf dem Tisch liegen. Und ich bin auch sicher, dass das, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, dazu führen wird, dass man sich in den Notenbanken und in der Politik überlegt, ob die aktuelle Regulation ausreichend ist, um in Zukunft solche Probleme zu vermeiden, oder ob man nicht, Stichwort Basel 5 oder vielleicht 6 oder vielleicht 7, die Regulation noch stärker nach vorne treiben möchte, was klar ist. Und ich glaube, dessen müssten wir uns alle bewusst sein. Es führt dazu, dass Kreditvergabe noch fokussierter und sicher mit höheren Risikomargen erfolgen wird in der Zukunft, als das in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist sicher auch das, was die Notenbanken so ein bisschen versuchen, mit in ihr Kalkül hineinzuziehen, dass sie ihre Notenbankzinsen eventuell weniger stark anheben müssen, dass aber durch die Ausweitung der Credit Spreads und die Ausweitung der Kreditkonditionen die Ökonomie etwas stärker gebremst wird. Verschärfte Landing Conditions ist ja hier das Stichwort. Bei dem Punkt, was dann noch lauern könnte, dachte ich auch ein bisschen an den Immobilienmarkt. Häuserpreise fallen, Refinanzierung verteuert sich. Müssen wir da einen Blick drauf haben? Ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. In den USA waren Immobilienfonds ganz am Anfang des Zinsanhebungszyklus schon ein Problem. Und das ist natürlich logisch, dass eine Veränderung der Zinsstruktur die Refinanzierungskosten bei Immobilien massiv verändern wird. Und die Frage ist, wie schnell können Sie
und können sie überhaupt diese höheren Kosten weitergeben? Das wird sehr viele internationale Märkte definitiv im Immobilienbereich zum Negativen berühren. Beim deutschen Wohnimmobilienmarkt bin ich mir da beileibe nicht so sicher, weil wir haben ja zwei Effekte. Wir haben einmal den Effekt der höheren Zinskosten und dann haben wir den Effekt der dramatisch angestiegenen Baukosten. Sei es durch Mangel an Arbeitskräften, sei es durch Erhöhung der Rohstoffpreise oder die zusätzlichen Ausgaben für optimale energetische Strukturierung der Immobilien. All das macht viele Projekte, die in Planung waren, heute nicht mehr umsetzbar. Und wir wissen alle, dass das bedeutet, dass die Schere zwischen Nachfrage und Angebot weiter auseinandergeht und das Problem Knappheit der Wohnimmobilien in Deutschland gemessen auf die gesamte Volkswirtschaft sich eher erhöht als reduziert. Und das wird sicher ein Stabilisator für die Preisstruktur im deutschen Wohnimmobilienmarkt sein. Da ist aber Deutschland sicher eher eine Ausnahme im globalen Umfeld als der Durchschnitt. Schweden hatte ich in einer Übersicht gesehen. Da fallen gerade zum Beispiel die Immobilienpreise recht dramatisch. Ja, das ist überall dort, wo sie einen Überschuss an Immobilien haben, da hat das relativ schnell Auswirkungen auf den Preis. Und natürlich gibt es auch viele Volkswirtschaften, in denen die Wohnimmobilien deutlich stärker angestiegen sind, als das in Deutschland der Fall war. Für uns Deutsche ist das natürlich ein besonders hohes Problem, weil wir auf der einen Seite eine Nation sind von Mietern und auf der anderen Seite wir sehr unterschiedliche Angebots-Nachfragesituationen in Stadt und Land haben. Aber vor allen Dingen auch durch die massiven Migrationszuwanderungen haben wir speziell im B- und C-Bereich, also nicht den Luxusimmobilien, sondern eher denjenigen, die am unteren Ende der Qualität zu finden sind, deutlich mehr Nachfrage, als uns das alle Demografen noch vor 5 oder 10 Jahren prognostiziert haben. Lassen Sie uns zur Inflationsbekämpfung und der Notenbankpolitik kommen. Die EZB und die Fed haben zwar nochmal den Leitzins erhöht, aber wie ernsthaft können die Notenbanken die Inflationsbekämpfung noch betreiben, angesichts der Probleme, die sich da zeigen? Ja, das Problem, man könnte heute sogar schon von einem Trilemma sprechen. Das habe ich gerade eben ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben auf der einen Seite die Inflationsbekämpfung. Auf der anderen Seite haben wir die Stabilität des Finanzsystems. Und dann haben wir sicher als dritter Faktor der Notenbankpolitik auch die wirtschaftliche Dynamik. Und durch die Ereignisse der letzten 2 Wochen, ich glaube, das ist uns allen klar geworden, ist die Priorität in diesem Dreiklang stärker in Richtung Finanzstabilität verschoben worden, weg von der Inflationsbekämpfung. Das ist schon etwas, was nachhaltige Bedeutung hat, weil wenn die Notenbanken eben in den letzten Tagen für zumindest die nächsten 6 Monate den letzten Zinsschritt gemacht haben sollten, dann ist das natürlich etwas, was der Bekämpfung der Inflation alles andere als gut tut, weil mit den Zinssätzen, die wir heute haben, werden wir, das zumindest unserer Meinung nach, die Realwirtschaft nicht in dem Maße einbremsen, dass es Auswirkungen haben wird auf den Arbeitsmarkt. Und wenn es keine Auswirkungen haben wird auf den Arbeitsmarkt, dann werden die Zweitrundeneffekte, von denen wir im Moment in Deutschland alle über die Streiks nicht nur von Verdi direkt oder indirekt betroffen sind, dann werden die Momentum gewinnen und die Gefahr, dass die Inflationsrate, die ja ohnehin, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, ist gekommen ist, um zu bleiben, dass sie dann oberhalb der 3-5% Marke dauerhaft liegen könnte, die ist damit natürlich angestiegen. Aber aus Anlegersicht ist es doch gar nicht schlecht, dass die Geldpolitik wieder weniger restriktiv wird. Tech-Werte und Bitcoin haben ja schon wieder gut zugelegt. Ja, da ist durchaus was Wahres dran. Man muss aber
sicher sehr differenzieren, welche Unternehmen, vielleicht auch welche Branchen tendenziell eher von tiefen Zinsen profitieren, weil dann die Diskontierung zukünftiger Gewinne höher ausfällt, und welche durch die Verschärfung der Kreditstandards eher Schwierigkeiten bekommen. Sie haben die Immobilien bereits angesprochen. Sehr viele Unternehmen, die eher nicht cash-rich sind wie die Technologie, die werden von den Maßnahmen negativ betroffen. Diejenigen, die sich nicht jeden Tag Gedanken machen müssen, wie finanziere ich die nächste Investition über einen Bankkredit, die werden davon profitieren. Also die Frage der Bewertung ist eine relevante, die wird ja durch den Zins gesetzt. Aber ich muss eben auch in der Lage sein, mein Business zukünftig fortführen zu können. Wenn mir keiner mehr einen Kredit gibt, dann ist die Thematik Bewertung über die Zinsen nicht wirklich relevant. Aber ganz klar, für Unternehmen, die nicht am Tropf des Banksystems hängen, ist das von der Bewertung her eine eher positive Nachricht. Was ist mit den Sorgen vor einer Rezession? Das Thema Abschwung schwebt ja schon eine ganze Zeit über der Börse. Ist die Gefahr gewachsen? Ich würde sagen, sie ist mehr oder weniger gleich geblieben, weil bisher haben wir die Rezession erwartet, weil die Notenbanken die Zinsen weiter anheben, bis sie Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. Jetzt werden die Notenbanken nicht mehr die großen Treiber sein der Verschlechterung der finanziellen Konditionen, sondern das sind die Kredite der Banken. Insofern geht eine Schere zwischen bestimmten Sektoren in der Volkswirtschaft. Die einen werden davon eher profitieren, die anderen werden sogar stärker getroffen, als das durch die Notenbankpolitik gewesen ist. Die Rezession wird unserer Meinung nach kommen, aber, und das ist ganz wichtig, wir sind heute in einer Welt, in der wir unterscheiden müssen zwischen realer Rezession und nominaler Rezession. Das war 30 Jahre lang nicht notwendig, weil wir Inflationsraten hatten zwischen 0 und 1. Da macht die Mühe nicht wirklich allzu viel Wert, zwischen nominal und real im Wirtschaftswachstum zu unterscheiden. Aber wenn wir Inflationsraten haben von 5 und ein reales Wirtschaftswachstum von minus 1,5. Ich würde sagen, das werden viele schon als ihre Rezessionsprognose bezeichnen. Dann haben wir immer noch nominal ein Wirtschaftswachstum von 3,5. Und das liegt höher, als wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt ein nominales Wirtschaftswachstum hatten. Also für viele wird sich diese Rezession dann nicht wirklich wie eine Rezession anfühlen. Aber ist denn nicht irgendwie beides möglich? Die Notenbanken müssen den Zins gar nicht weiter erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, aber sie erreichen wegen der verschärften Kreditbedingungen ihr Ziel trotzdem, dass sich die Wirtschaft abschwächt. Ja, das war ja das, was ich gerade eben ausgeführt habe. Im Moment müssen dann die Kreditkonditionen durch den Spread und die Vergabepraktik der Bank die Aufgaben übernehmen, die vorher die Notenbank übernommen hat. Die sind aber viel diskretionärer. Also es wird dann eben nicht die Breite der Volkswirtschaft treffen, wie das ja durch Schritte der Notenbanken der Fall wäre, sondern eher diejenigen, die ohnehin schon auf wackeligeren Beinen stehen. Sie sagten vorhin, die Abkehr der Notenbanken von der Inflationsbekämpfung sei für Anleger dramatisch. Wie meinten Sie das? Ja, für jemand, der investiert, wie Sie und ich, für uns privat, aber auch für unsere Kunden, stellt sich natürlich immer die Frage, wie erreiche ich das Minimum der Aufgabe eines Investors, real sein Vermögen zu erhalten. Also ich würde mal sagen, das sollte man als Minimum seines Anlagezieles definieren. Und je weniger stark es den Notenbanken darauf ankommt, die Inflation einzubremsen, desto höher ist natürlich der laufende Keiler, auf den ich als Investor schauen muss und den ich schlagen muss. Wenn die Inflation bei 3 liegt,
was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn die US-Notenbank ihre Zinsen in Richtung 6 am kurzen Ende angehoben hätte. Dann würde ich sagen, wären 3 bis 3,5 über die nächsten 10 Jahre im Durchschnitt eine realistische Zahl gewesen. Dann werden die 3,5 zu schlagen, plus die Kosten und die Steuern, die wir noch zu entrichten haben. Wenn aus dieser 3,5 eine 5 oder eine 5,5 im Durchschnitt wird, müssen wir viel mehr Ertrag generieren, der natürlich nur sehr schwer über sichere Anlagen zu erwirtschaften ist. Vor allen Dingen dann, wenn die Notenbanken tief sind, weil die setzen damit ja auch die Zinskurve nicht nur für die Staatsanleihenpapiere, sondern auch für Unternehmensanleihen. Ich muss bei meiner Geldanlage also mehr ins Risiko gehen. Ja, das muss man wahrscheinlich ohnehin, weil wenn wir realistisch sind, gehen wir einfach mal von 4 aus als Inflationsrate über die nächsten 10 Jahre, dann brauche ich 7% jährliche Nominalrendite, um nach Gebühren und nach Steuern meine 4 zu erreichen. Das war schon schwer genug, wenn die Notenbank jetzt etwas weniger auf die Inflationsbekämpfung fokussiert ist, dann müssen wir sogar noch mehr generieren. Das wird die Herausforderung des nächsten Jahrzehnts. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um die nominalen Erträge aus der Geldanlage. Die sind ja jetzt inzwischen überall wieder positiv, in unterschiedlicher Höhe, aber nominal wird was auf dem Konto übrig bleiben. Aber real sieht die Welt wahrscheinlich dramatischer, deutlich dramatischer aus, als das vor 4 oder 5 Jahren der Fall war, als die meisten Deutschen über Verwahrentgelt geklagt haben. Real haben sie damals vielleicht 1 oder 1,5% verloren auf ihrem Konto. Heute kriegen sie vielleicht 1% für ihr Festgeld und die Inflation liegt bei 7, 8, 9%, das sind wirklich reale Verluste, die haben sich gewaschen. Die Herausforderung wird also sein, das Kapital real zu erhalten, von Vermögensaufbau ganz zu schweigen. Ja, also zumindest real ist das ein sehr ambitioniertes Ziel. Das wird dem einen oder anderen sicher auch gelingen, aber es ist klar, das passiert nicht mit einer 2-jährigen Bundesanleihe. Ich habe jetzt immer wieder die These gehört, dass wir in einer neuen Investmentwelt durch die Rückkehr des Zinses leben. Wie stehen Sie zu der These? Ja, die Frage ist immer, ob man den Realzins nicht als Benchmark seiner Überlegungen hernehmen sollte. Wenn das der Fall ist, was zumindest in unserer Anlagephilosophie so ist, dann hat sich an der Welt nicht wirklich irgendwas zum Positiven verändert. Ich habe es gerade eben schon ausgeführt, die Realzinsen sind eher gefallen denn gestiegen. Wenn ich ein nominaler Anleger bin, sieht die Welt natürlich anders aus. Ich bin ein institutioneller Investor mit einem Rechnungszins von 3, 3,5%. Das muss ich erwirtschaften. Mir ist völlig egal, was die Kaufkraft dieser 3,5% ist. Naja, dann kann ich mir heute ein 10-jähriges Unternehmensanleihenportfolio zusammenstellen, bin das halbwegs diversifiziert zusammen und dann habe ich Ruhe, weil damit werde ich 4, 4,5% erwirtschaften können und meine 3,5%, die ich erreichen muss, die sind sicher, zumindest wenn ich nicht so viele Ausfälle in meinem Unternehmensanleihenportfolio habe. Also es hängt sehr stark von der Aufgabenstellung ab, ob sich die Anlagewelt geändert hat. Für viele Institutionelle hat sich die Anlagewelt geändert, weil sie nur nominal fokussiert sind. Für uns Privatanleger ist die Herausforderung, einen realen Vermögenserhalt zu erzielen, noch dramatischer geworden und Anleihenpapiere normaler Güte tragen noch weniger dazu bei, als das vor 3 oder 4 Jahren der Fall gewesen ist. Anleihen sind also weiterhin kein Thema. Nach Tina, there's no alternative, gemeint sind Aktien, war ja schon von Tara die Rede, there are reasonable alternatives. Ja, eben, es kommt drauf an. So abgedroschen dieser Spruch ist, so richtig ist er auch. Es kommt von ihrem Rendite, hängt von ihrem Renditeziel ab.
Je nominaler Sie investieren in Ihrem Ziel, desto besser ist die Situation am Anleihemarkt. Je realer Sie denken müssen, desto weniger hilft sie. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, was werden neben der Inflation noch die großen Herausforderungen für die nächsten Jahre sein? Ja, die ganze Diskussion um die Neustrukturierung der Welt zwischen den Blöcken USA und China. Das wird relevant sein, nicht nur für mich als Anleger, sondern ich würde sagen auch für mich als Deutschen, da unser deutsches Geschäftsmodell natürlich sehr stark auf ein global funktionierendes Wirtschaftsmodell aufgestellt ist. China ist für uns ein wichtiger Produzent von Vorprodukten, aber wir setzen auch sehr viel unserer Endprodukte in China ab. Wenn es da zu einer Friktion kommt, dann ist das sicher etwas, was uns auch im täglichen Leben beschäftigen wird, nicht nur an den Finanzmärkten. Wir haben sicher weiter Herausforderungen um die Finanzierung vieler Aufgaben, die vor uns stehen, vom Wiederaufbau einer funktionierenden Bundeswehr bis hin zur Energiewende. Das Geld fällt nicht vom Himmel, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, der eine oder andere Politiker hat das Gefühl, so ist das. Das muss alles finanziert werden. Wir müssen komplett neue Infrastruktur auch für unsere Mobilität erschaffen. Die Deutsche Bahn liegt vor uns. Also wir haben einen großen Berg und ein ganz gewaltiges Problem ist die Demografie gleich zweimal. Einmal die Demografie bei uns in Deutschland, wo doch die Babyboomer langsam in Rente gehen, aus dem produktiven Alter verschwinden. Und die Migration, die durch die Demografie global ausgelöst wird. Wir haben immer mehr Menschen auf dem Globus und viele von denen sind zu Hause ökonomisch nicht zufrieden und machen sich Gedanken, ob sie ihr Glück nicht woanders versuchen werden. Das Problem belastet heute schon unsere Gemeinden und Kreise ganz gewaltig. Ich befürchte, das ist erst der Anfang. Was ist mit dem Thema künstliche Intelligenz? Da wurde ja schon lange drüber gesprochen, aber jetzt ist es für jeden erfahrbar. Ja, es wird Auswirkungen haben, die wir uns wahrscheinlich heute alle noch nicht vorstellen können. Die Ausführungen werden wirklich teilweise brutal gut. Wir stellen uns oft die Frage, was zeichnet einen perfekten CEO aus? Das ist ja für unseren Investmentprozess natürlich eine ganz wichtige Frage, weil Sie vergleichen die CEOs der Unternehmen, in die Sie investieren, immer mit einer gewissen Wünsch-dir-was-Struktur. Da sitzen wir teilweise Wochen drüber, um Definitionen für solche Fragen zu bekommen. Vor zwei Tagen diese Frage eingegeben und Sie haben eine halbe Seite Antwort bekommen, wo Sie sagen, boah, viel besser hätte ich das jetzt auch nicht machen können. Das ist mega, mega spannend. Wie gesagt, im Moment wird viel experimentiert. Im Moment ist da viel kindlicher Spaß auch dabei. Aber irgendwann wird das dann auch konsequent Berufe verdrängen werden. Davon bin ich überzeugt und das ist deshalb so spannend, weil früher hieß es immer, lern was Gescheites, weil wenn du das tust, wirst du nicht von vielen Mitbewerbern in deiner Fähigkeit, einen Cashflow durchs Gehalt zu generieren, eingeschränkt. Heute muss man schon fast die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, etwas Handwerkliches als Zielausbildung für seine Kinder anzustreben. Weil wenn die künstliche Intelligenz so weitermacht, wie sie es macht, dann wird sie den einen oder anderen Akademikerberuf bestimmt überflüssig machen. Und in China gehen heute 59% der Kinder an die Universität. Bei uns in Deutschland sind das 55. Viele Eltern haben ganz klar das Ziel,
Meine Kinder müssen Akademiker werden, damit es ihnen so gut oder besser geht wie mir. Vielleicht ist das nach vorne blickend mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund nicht notwendigerweise immer die richtige Entscheidung für die Kinder. Ich meine, am Ende des Tages müssen so und so die Kinder entscheiden. Aber wenn jemand kommt und sagt, boah, ich habe Spaß am Schneidern oder ich möchte gerne Häuser bauen oder ich setze mich lieber mit Elektroautos auseinander, vielleicht ist der Knappheitsfaktor bei diesen Berufsgruppen nach vorne schauend attraktiver, als das bei Akademikern der Fall sein wird. Wenn Sie sagen, dass künstliche Intelligenz Berufe verdrängt, wird dadurch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wieder relevant? Och, das ist ein schwieriges Thema. Und das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich bin ein großer Freund ökonomischer Anreizsysteme. Und ich bin der Meinung, wir haben heute schon ökonomische Anreizsysteme im Sozialbereich, die sehr oft ausgehebelt werden von den Arbeitslosen, sowohl in den USA wie bei uns in Deutschland. Muss man, glaube ich, immer ein paar Prozent abziehen, weil sie zwar arbeitslos gemeldet sind, aber nicht wirklich arbeiten wollen, zumindest nicht im weißen Sektor. Und das bedingungslose Grundeinkommen, das führt einfach nur zu höherer Inflation. Weil wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben von 1.500 Euro, dann müssen Sie mindestens mal 1.501 Euro zahlen, damit jemand bereit ist zu arbeiten. Wenn Sie kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann reichen vielleicht schon 1.001. Das sind völlig hypothetische Zahlen. Aber das schiebt am Ende einfach die Grenze für den Einstieg ins Arbeitsleben so weit nach oben, dass es zu höheren Kosten für den Faktor Arbeit führt. Und diese höheren Kosten für den Faktor Arbeit werden dazu führen, dass die Produkte teurer werden und der mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sich wahrscheinlich genauso viel oder genauso wenig leisten kann, wie er es heute kann. Das ist meiner Meinung nach nicht die Lösung für die Probleme, die wir haben oder meinen zu haben. Und angesichts der demografischen Entwicklung bei uns in Deutschland haben wir sicher ein Problem nach vorne schauend nicht, dass die Mehrheit der Menschen, die Arbeit suchen, auch eine Arbeit finden. Wenn ich, das ist jetzt vielleicht sehr pauschal, zurückdenke, an meine Zeit, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da haben sich für eine Lehrstelle bei einer großen deutschen Bank vielleicht 300 oder 400 Leute geprügelt, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und da wurde durch einen sehr rigiden Ausleseprozess ein oder zwei Kandidaten dann wirklich in die Lehre aufgenommen. Heute kann man was sagen, für 20 Stellen bewerben sich zwei. Das ist heute die Realität. Und jeder, der Lust und Freude hat, in dem Feld, in dem er Passion hat, zu arbeiten, der findet auch Arbeit. Ich weiß, jetzt kriege ich garantiert wieder Kommentare unten drunter geschrieben. Der vorn dran hat ja leicht reden. Aber wenn ich sehe, wie viele Unternehmen heute verzweifelt um Arbeitskräfte kämpfen und versuchen, über Fringe Benefits die Arbeitsstelle attraktiver zu machen, Work-Life-Balance als Stichwort, und trotzdem keinen finden, dann signalisiert das doch, dass wir demografisch eher in eine Phase der Arbeitskräfteknappheit und nicht in eine Phase der Arbeitskräfte, des Arbeitskräfteüberschusses kommen. Das ist eine gute Nachricht für arbeitende Menschen hier in Deutschland und vor allen Dingen auch für die nächste Generation. Herr Vondran, vielen Dank. Gern geschehen.